Ich habe die Resolution noch mal mitgebracht, die wir im Kreistag verabschiedet haben. Ich werde die jetzt nicht noch mal vortragen, denn es ist alles eben gesagt worden. Kern der Sache ist, schafft Frieden, beendet den Krieg, tötet, vergewaltigt, quält nicht eure Menschen, sondern geht menschlich miteinander um. Das ist wichtig in einer Welt. Und deshalb danke für die Arbeit des Partnerschaftsvereins und danke auch in dieser schweren Zeit bei uns, dass wir daran erinnern, es gibt mehr als ein Thema. Und das Thema ist die Würde aller Menschen hier in Witten, im Ennepe-Ruhr-Kreis, aber auch in Mekele in Afrika. Und deswegen hoffe ich, dass wir uns noch häufiger sehen in diesem Kreis, aber dann halt, dass dann nicht so das Gedenken im Vordergrund stehen muss, weil der Waffenstillstand endlich da ist, weil das Töten, das Quälen, das Schinden der Menschen aufgehört hat und wir uns gemeinsam Gedanken machen können, wie wir helfen. In dem Sinne, Glück auf für die Welt. Nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für das Grußwort und vor allen Dingen, dass es auch über die Klimapartnerschaft eine Verbindung gibt. Wir werden nächste Woche mit Herrn Fiedmeier schon wieder ins Gespräch eintreten, um dann zu gucken, wie können wir das Projekt auch weiter fortführen. Ja, dann darf ich Lars König, unserem Bürgermeister, um seinen